Sir.
to say, proclaim that our God is greater than anything, that He is stronger than anything. Amen. Wir wollen proklamieren, dass Gott groß ist und dass er größer ist als alle Dinge. Amen. There's no one like Him. Wir verehren ihn. Amen. Water, you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. Yes, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. None like you. And into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no
deine Hand ist ganz strong. So true. Mein Blick hebt sich zu dir und sing, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit. Deine Schönheit wird nie vergehen. Let us right now stand in awe before his throne in his presence. Lass uns jetzt in Anbetung in seiner Gegenwart vor ihm stehen. That we realize our God is here. Während wir erkennen, unser Gott ist hier. We open up our heart. Wir öffnen unsere Herzen. Let the Spirit fill our life once again. Lass uns den Geist wieder unsere Leben erfüllen, noch einmal neu. That we say, God, I cannot live without you. Dass wir sagen, Gott, ich kann nicht ohne dich leben. I need you, Spirit of God. Ich brauche dich, Geist Gottes. Because you are everything in my life. Denn du bist alles in meinem Leben. I need you, Lord. Ich brauche dich, Herr. Let me fall in love with you again, Lord. Lass mich neu in dich verlieben, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh, oh, oh. Jesus, 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 Jesus. Name above all name. Power in your name, Jesus. God, you deserve all praise and honor, Jesus. Holy Spirit, we know that you are working in the midst of us right now. Heiliger Geist, wir glauben, dass du in unserer Mitte jetzt wirkst. Touching every heart and mending every heart right now in the name of Jesus. Jedes Herz berührst und jedes Herz heilst in dem Namen Jesus. Bring us back to the Father. Bring uns zurück zum Vater. Bring us back to the Father. Bring uns zurück zum Vater. Thank you, God. Danke, Gott.
Gott. You are our hope. Du bist unsere Hoffnung. In the name of Jesus Christ. In dem Namen Jesu Christi. Amen. 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 Before you take your seat, bevor ihr euch hinsetzt, say to your neighbor, sag zu deinem Nachbarn, Christ is our hope. Christus ist unsere Hoffnung. Christ is our hope. Christus ist unsere Hoffnung. Yes. You may be seated. Dürft euch setzen. So, good morning, dear church. How are you? Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie geht's euch? Halleluja. Yeah. Halleluja. The outside there is a little bit cold. Winter is coming. Draußen ist ein bisschen kalt. Der Winter kommt. But here is very warm. Aber hier ist es schön warm. Because the Holy Spirit is here, working among us. Amen. Der Heilige Geist ist hier, arbeitet unter uns. Amen. I want to welcome you, and I want to ask you, who is the? I want to welcome Soyun's family. Yeah. Erstmal möchte ich Soyun's Familie begrüßen. Könnt ihr mal aufstehen? Soyun family. Die Familie von Soyun. And also the brothers. Bruder, Brüder und Mutter, Vater. Welcome them. Yeah. And then, who is the very first time here in Ormis? Und wer ist jetzt zum allerersten Mal in Ormitte? Kann ich mal eure Hände sehen? Upstairs, yes. Oben. One, two. Please give them Lighthouse welcome applause. Gib mal einen Lighthouse Applaus. And another. Oh yeah. Okay, man. Welcome to him also. Herzlich willkommen. And we invite you also, not only for the newcomer, but for all of us to come also to our cell groups. Wir wollen euch einladen, nicht nur die neuen Leute, sondern auch alle, die hier schon länger sind, in die Zellgruppen zu kommen. We meet not only on Sunday service, but also during the week we have cell groups. Wir treffen uns nicht nur zu den Sonntagsgottesdiensten, sondern wir haben auch während der Woche Zellgruppen. This consider as our spiritual family. Das betrachten wir als unsere geistliche Familie. So we can open up and share about our life, how we can practice the word of God in our life. Wo wir unser Leben öffnen und gemeinsam arbeiten und üben können, das Wort Gottes anzuwenden in unserem Leben. Otherwise, only Sunday, the pastor preaches a sermon, you just say, Amen, Amen, Amen. But we don't know. Do you already understand or not? Denn andernfalls, am Sonntag, dann ist da nur der Pastor, der predigt, und der sagt, ja, Amen. Aber but wir wissen nicht, ob ihr es verstanden habt. In the cell group, there is really an opportunity that we can share to one another, encourage one another, help one another. Aber in den Zellgruppen haben wir die Möglichkeit, miteinander zu teilen und einander zu ermutigen. So is the family. So ist Familie. Amen. Amen. Yeah. Say to your neighbor. Sag zu deinem Nachbarn. Join to the cell group. Mach mit bei der Hauszellgruppe. Join to the cell group. Mach mit bei der Hauszellgruppe. Ha. Yes, mach mit der Hauszellgruppe. Yeah. So we want to hear some important announcements. Aber wir wollen ein paar wichtige Bekanntmachungen hören. Good morning, church. Good morning, Gemeinde. Do you believe that there is power in prayer? Glaubt ihr, dass da Kraft ist im Gebet? Amen, right? Amen, richtig. Every Wednesday we have prayer meeting. Jeden Mittwoch haben wir Gebetstreffen. 7 p.m. here in church. 7 Uhr hier in der Gemeinde. And we have seen more and more people coming to our prayer meeting. Und wir sehen immer mehr Leute, die kommen zu unserem Gebetstreffen. Not because it's just a religious activity. Nicht weil das irgendwie eine religiöse Aktivität wäre. Or maybe you don't have anything else to do on Wednesday. Oder weil du nicht vielleicht nichts anderes zu tun hättest. But because we can see breakthrough in prayer. Aber wir können Durchbruch sehen in Gebet. So I invite all of you to come on Wednesdays. Also ich lade euch alle ein, mittwochs zu kommen. And to pray together for each other. Und gemeinsam zu beten füreinander. For this church. Für diese Gemeinde. For this city. Für die Stadt. And for this country. Und auch für dieses Land. Please come. Bitte kommt. Next announcement is parent meeting. Nächste Bekanntmachung ist Elternmeeting. For all the parents that have children in the children's church across the in the other building. Für alle Eltern, die Kinder haben drüben in dem Kinderdienst. So please come to the building on the 1st of December right after service. Also bitte kommt am 1. Dezember gleich nach dem Gottesdienst in dieses Gebäude. So it's in the other building. Das ist also nebenan in einem anderen Gebäude. Somebody will tell you where it is, upstairs or downstairs. Jemand wird euch sagen, wo es ist, unten oder oben. Because we want to share with you what we are planning for our children. Denn wir wollen mit euch teilen, was wir planen für die Kinder. And not only that, we want to involve you. Und nicht nur das, wir wollen euch mit einbeziehen. In the ministry for our children. In den Dienst für unsere Kinder. Because our children are important, right? Denn unsere Kinder sind wichtig. Amen. Amen. And then another age group. Und dann noch eine. Another age group. Another elder. Noch eine andere Altersgruppe. Yeah. Youth Christmas service. Ja.
Jugend Weihnachtsdienst. Maybe you haven't noticed, but we are already halfway through November. Ja, ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass wir schon halb durch sind mit November. So next month is what? December, right? Nächste Monat ist was? Dezember, richtig? And that's usually when we do what? Christmas. Und das ist normalerweise, wenn wir dann bald Weihnachten feiern. So we want to celebrate Christmas with all the youth. Wir wollen also Weihnachten feiern mit all den Jugendlichen. On Saturday the 7th of December. Am Samstag, den 7. Dezember. At 4:30 in the afternoon. Um 4:16 Uhr am Nachmittag. The invitations have come already. Die Einladungen sind schon raus. So you can get some from the welcome team. Also ihr könnt welche vom Begrüßungsteam bekommen. Invite all your friends. Ladet eure Freunde family, ein. Neighbors. Familien, Nachbarn. And bring them to the service. Und bringen sie zum Gottesdienst. Birthdays this week. Diese Woche Geburtstage. 11th of November, Kaveh. Kaveh hatte Geburtstag am 11. Here today. November ist nicht hier. And then the 15th, our brother Björn. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch. Now we want to remind you of our social media. Wir wollen euch erinnern an Social Media. I'm not going to go through all of it, but just please join us there. Ich werde jetzt nicht durch alles hier durchgehen, aber bitte begleitet uns damit. And lastly, please turn off your handphones or at least on silent. Und dann schließlich bitte macht eure Handys aus oder auf Stumm schalten. And no drinks and open containers in this room. Und bitte keine Getränke und offenen Behälter in diesem Raum. Have a blessed Sunday. Habt einen gesegneten Sonntag. Okay, jetzt geht's weiter zum Opfer. And now we are proceeding to offering. Ihr dürft alle schon mal aufstehen. You're all invited to always to stand up. Dann dürft ihr mir sagen, wer fühlt sich sehr gesegnet? And you can tell me who feels blessed today. Okay, wer fühlt sich nicht gesegnet? Who doesn't feel blessed? Keiner traut sich. Okay. Also wir wollen Gott einfach segnen, weil er uns gesegnet hat. Amen. So we want to bless God because God has blessed us. Genau. Wir wollen das jetzt mit unserem Geld tun, mit unserer Stimme tun. Wir singen dabei. And we want to do this with our voices, but also mit unserem Geld. Ja. With our money. Ja. Also. Dürft euch setzen. Halleluja. So Halleluja. Today is a special day. Heute ist ein besonderer Tag. And we have water baptisms and but we have also baby dedications. Denn wir haben Wassertaufe und wir haben auch Kinderweihe.
Kindersegnung. Yes, but we don't baptize the baby, yeah, because what we learn from the Bible is no example that the baby been baptized. Wir taufen aber nicht die Babys, denn in der Bibel lesen wir nicht, dass Babys getauft werden. But we do believe in the Bible said before we get baptized we have to believe in Christ. Aber wir glauben daran, dass wenn wir getauft werden wollen, dass wir vorher an Christus glauben sollen. Give ourselves willingly to be baptized. Und dass wir da unsere Entscheidung hingeben müssen, yeah, um getauft zu werden. On our own decisions. Das ist aufgrund unserer eigenen Entscheidung. And therefore we don't baptize baby. Deswegen taufen wir keine Babys. But what we do with the baby, we just bless the baby and dedicate to God. Aber was wir tun ist, dass wir die Babys segnen und sie weihen für Gott. Because we believe the children belong to God. Denn wir glauben, die Babys gehören Gott. It's given to us in the family only for the certain period. Sie sind in die Familien gegeben für uns nur für eine kurze Zeit. And we have responsibility to raise them up according to the biblical values. Und wir haben die Pflicht, sie zu erziehen in den christlichen Werten. So today we want to dedicate and pray for Elia Grace Skinner. Deswegen wollen wir heute beten für Elia Grace Skinner. Yeah. Give applause to them. Bitte einen Applaus geben. So, Dave, you want to explain some things about Elia? Yeah. Dave, möchtest du ein bisschen was erklären mit über Elia? Yeah, we just thought we would just explain a little bit about the origin of a name. Wir haben gedacht, wir erklären euch ein bisschen was über den Ursprung ihres Namens. Yeah, in many cultures the name is just a name. In vielen Kulturen ist der Name einfach nur ein Name. But in the Bible we find that the name carries identity and meaning. Aber in der Bibel finden wir, dass der Name Identität und Bedeutung mit sich bringt. And so when I was praying for a name for our second child, also als ich betete für den Namen unseres zweiten Kindes, God gave me the expression God is my light. Und da gab Gott mir den Ausdruck Gott ist mein Licht. And this was then confirmed later with Soyeon when she dreamed the same thing. Und das wurde später bestätigt durch Soyeon, als sie einen Traum hatte. So the name Elia, also der Name Elia, actually comes from a French name Eleanor. Kommt von einem französischen Namen Eleonore, which I think is ultimately derived from what two parts. Das kommt ursprünglich wahrscheinlich eigentlich von aus zwei Teilen. El, the Hebrew word for God. Das ist das hebräische Wort für Gott. And the second part of her name, which is my light. Und das der zweite Teil heißt mein Licht. Wow. So we felt it was she would be or grow to be someone who would bring light into this world. Also wir glauben, dass sie jemand ist, der geboren ist, um Licht in die Welt zu bringen. And her second name is Grace. Und ihr zweiter Name ist Grace. Genesis 1 teaches us that man and woman were made in the image and likeness of God. Und das erste Buch Mose lehrt uns, dass Gott, dass der Mensch geschaffen wurde als Ebenbild Gottes. And God declared it very good. Und Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Which means that every single person, das, was bedeutet, dass jede einzelne Person carries infinite worth and value in the sight of God. Einen einzigartigen Wert vor Gott hat. This also means that every person is a gift and a blessing from God. Und das bedeutet auch, dass jede Person ein Segen und ein Geschenk Gottes ist. And so we were just so thankful to be blessed with not one but two beautiful children. Und wir sind so froh, gesegnet zu sein, nicht nur mit einem, sondern zwei wunderschönen Kindern. And so her name Grace, I think, is perfectly also haben suiting. Wir gedacht, Grace, das passt ganz wunderbar. To the pastor? Yeah, thank you. Hallelujah. You want to say something? No? Was sagen? So please stand on your feet. We also want to pray auf for them. Wenn wir für sie beten. So this is Elia. Yeah. Yes, you can pray. Father, as a church, we are so grateful what you have done in this family. Vater, als einer Gemeinde sind wir so dankbar, was du für Familien tust. And because you bless them
with a very beautiful daughter. Und du hast sie gesegnet mit schönen Töchtern. And we thank you for Elia Grace. Wir danken dir für Elia Grace. Because she's now born in the right moment in these generations. Und sie wurde jetzt geboren in der rechten Zeit dieser Generation. And she's born for your purpose, Lord Jesus. Und sie ist geboren für deinen Zweck, Herr Jesus. Father, we want to bless her in the name of Jesus. Vater, wir wollen sie segnen in dem Namen Jesus. And that she can grow up in the fear of the Lord, and she will know you one day personally, Jesus, as her Savior and Lord. Und dass sie aufwachsen kann in der Furcht des Herrn und dich kennen wird an einem Tag, dich, Jesus Christus, als den Retter und Erlöser. And we pray, may your protection come and your favor come in her life. Und wir beten, dass dein Schutz kommt und deine Gunst auf ihr Leben kommt. And she knows that you will never forget her and abandon her. Und dass sie niemals vergibst, dass du sie nicht vergisst und sie segnest überfließend. And Father, we pray also for the parents in the name of Jesus Christ. Und Herr, wir beten auch für die Eltern in dem Namen Jesus Christus. That you give them also wisdom. Dass du ihnen Weisheit gibst. And that you give them also your value, how to raise up their kids in the name of Jesus. Und dass du ihnen Kraft gibst und Weisheit, ihre Kinder in Gott aufzuziehen. Because without you, we cannot really fight for our children. Denn ohne dich können wir nicht für unsere Kinder kämpfen. And we need your help. We need your spirit in the name of Jesus Christ. Wir brauchen deine Hilfe und wir brauchen deinen Geist in dem Namen Jesus. Thank you, Father. Danke, Vater. We want to bless this family. Wir wollen diese Familie segnen. In the name of Jesus Christ. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 So, can you lift up Elia and show the church once again? Kannst du Elia mal hochheben und der ganzen Gemeinde noch mal zeigen? Yeah! Hallelujah! Yeah. So, God bless you. Thank you. Here, you may be seated. So, ihr dürft euch setzen. So, we pray also right now for the children. Also beten wir jetzt auch für die Kinder. Babies and also for the crossover. Für die Babys, aber auch für Crossover. Let bow our head once again and we pray to you, Lord Jesus. We want to bless our babies and also our crossover, that they may really right now encounter you. They will get also the truth, and the truth set them free in the name of Jesus Christ, because you are preparing them to be a mighty generation, to raise their voice and to speak the truth for the world in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. We bless them in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, crossover and also the babies. Yeah. And you can go to the next room. Yeah. Also, the crossover and babies, ihr dürft in den anderen Raum gehen. Yeah. And we are now in the November 2019. Und jetzt sind wir im November 2019. And we have, in this year 2019, we have theme generations. Und in dem Jahr 2019 haben wir ja das Thema Generationen. Because we believe our God is God of generations, God of Abraham, Isaac and Jacob. Denn wir glauben, dass Gott ein Gott der Generationen ist, des Abraham, Isaac und Jakob. And then the Holy Spirit is for generations also. Und unser Gott ist auch für Generationen. Not only for the older generations, but also for the younger generations. Nicht nur für die älteren Generationen, sondern auch für die jüngeren Generationen. Because he promised to us, he will pour out his spirit upon all flesh. Denn er hat uns versprochen, dass er seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch. Amen. Yeah. Amen. And today I want to speak about Hezekiah syndrome. Wir sprechen heute über das Hiskia-Syndrom. It is also something to do with our family, with our children. Es hat auch was mit unseren Familien und unseren Kindern zu tun. Because we already pray for Elia Grace. Und wir haben jetzt ja auch für Elia Grace gebetet. But actually, it is also our fight, the fight for every family, for our children. Aber im Grunde ist das der Kampf für jede Familie und jedes Kind. So, what is Hezekiah syndrome? Was ist das Hiskia Syndrom? And Hezekiah is a king in Israel. Hiskia ist ein König in Israel. Let us take a look. What is Hezekiah syndrome? Lass uns mal schauen, was das Hiskia Syndrom ist. From 2 Kings 20:14-18 from the Messenger.
Wenn wir die Messenger-Übersetzung lesen aus 2. Könige 20, 14 bis 15. And then Isaiah, the prophet, show up and just, yeah, show up. And just what were these men doing here? Where did they come from and why? Hezekiah said they came from far away from Babylon. And what did they see in your palace? Everything, said Hezekiah. There isn't anything I didn't show them. I gave them the grand tour. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Leute gesagt? Woher sind sie zu dir gekommen? Hiskia sprach: Sie sind aus fernen Landen zu mir gekommen, aus Babel. Er sprach: Was haben sie gesehen in deinem Haus? Hiskia sprach: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist, und es gibt von meinen Schätzen nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. And then the next verse 16. Then Isaiah spoke to Hezekiah: Listen to what God has to say about this. The day is coming when everything you own and everything your ancestor have passed down to you, right down to the last cup and saucer, will be cleaned out of here, plundered and picked off to Babylon. God's word. Worse yet, your sons, your progeny of son you have begotten, will end up as Enoch in the palace of the kings of Babylon. Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre des Herrn Wort. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Haus ist und was deine Väter gesammelt haben, bis auf diesen Tag. Und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. So, I make the story short. Ich mache die Geschichte mal ein bisschen kurz jetzt. The king of Israel. Hiskia ist der König von Israel. And one day he gets the visitation from Babylonia. Und eines Tages bekommt er Besuch aus Babel. And he showed everything from his palace to these people. Und er zeigt diesen Leuten alles aus seinem Palast. So this is a little bit show off. Das ist so ein bisschen angeben. And then comes the word of God. Und dann kommt das Wort des Herrn. Through prophet. Das Wort Gottes. Jesaja. Durch den Prophet Jesaja. And then everything will be plundered, what you already showed them up. Alles wird geplündert werden von dem, was du ihnen gezeigt hast. Actually, it's not a good news. Das sind eigentlich keine guten Neuigkeiten. And now, in the next verse, we will see what is the reaction of Hezekiah. Und in dem nächsten Vers werden wir sehen, was ist die Reaktion von Hiskia? What is in your place? What will you do in the place of Hezekiah? Was würdest du tun an Hiskias Stelle? When you hear this prophecy. Wenn du diese Prophetie hörst. Everything what you have will be plundered. Alles was du will hast, be taken. Weggenommen werden. And also, not happen in your life. But in the next generations, in your sons and daughters' life. Und das wird nicht in deinem Leben, sondern in dem Leben deiner Söhne und Töchter passieren. And for me, when I have got this prophecy, für mich, wenn ich diese Prophetie hören würde, I will get repent. Dann würde ich Buße tun. I will pray to God, God, please don't do that because of my mistake. My next generations take the risk. Ich würde zu Gott beten und sagen, bitte mach das nicht, Gott. Denn die nächste Generation, die nach mir kommt, die muss das tragen. But very interesting what Hezekiah react. Aber sehr interessant, wie Hiskia reagiert. In verse 19 he said to Isaiah, if God say it, it must be good. Und wir lesen im Vers 19, wie er spricht und sagt, das Wort des Herrn ist gut. But he was thinking to himself. Aber er dachte zu sich selber. He said, it won't happen during my lifetime. I will enjoy peace and security as long as I live. Das wird nicht zu meiner Zeit passieren, sondern solange ich lebe, werde ich Frieden haben. Mama mia. This is the reactions of Hezekiah. Das ist die Reaktion von Hiskia. When God said that, okay, it's good, no problem. Er sagt, wenn Gott das sagt, dann ist das gut, kein Problem. As long as it not happen in my lifetime, it's okay. Solange es nicht in meinem Leben, zu meiner Lebenszeit passiert, dann ist es okay. It will happen to my next generations. Das passiert bei der nächsten Generation. But I will live in peace. I will enjoy my life. Aber ich werde im Frieden leben und mein Leben genießen. Do not have Hezekiah syndrome in your life. Hab nicht das Hiskia-Syndrom in deinem Leben. Because he is the one
who create problem to the next generations. Denn er ist derjenige, der das Problem für die nächste Generation because erzeugt. Because of his mistake, because of his fault. Aufgrund seines Fehlers und seines Vergehens. The next generations suffer. Wird die nächste Generation leiden. Don't be like Hezekiah. Seid nicht wie Hiskia. Yeah. And I want to introduce you another father. His name is David. Euch einen anderen Vater vorstellen und because sein Name David ist David. Thinks about the next generation. Denn David denkt an die nächste Generation. Yeah. David didn't say like Hezekiah. David hat nicht gesprochen wie Hiskia. Because Hezekiah has a mentality, I don't care mentality. Denn Hiskia hat diese ich kümmere mich nicht Mentalität. Yeah. It's not matter for me. Das bekümmert mich nicht. As long as I am okay. Solange ich okay bin. I will enjoy my life. Dann werde ich mein Leben genießen. So many parents, father and mother are like that, Hezekiah. So viele Eltern, Mütter und Väter sind so wie Hiskia. Mm. And we need to take our responsibility. Und wir müssen unsere Verantwortung übernehmen. Be like David. Seid wie David. In Psalms 78, verse 4 until 7. Im Psalm 78, Verse 4 und 5. Will not hide them from their descendants. Them here is the way of God, the word of God. Yeah. We will not hide them from their descendants. We will tell the next generations the praiseworthy deeds of the Lord, his power and the wonders he has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our ancestors to teach their children. Wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat? Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun. So hier, we know, David realized it's God's commandment that I have to teach the next generations about God. Ja, erkennen wir, wie David feststellt, dass er die Pflicht hat, die nächsten Generationen zu lehren, die Werke des Herrn. This is my obligations to show them the way of God. Das ist meine Verpflichtung, ihnen zu zeigen, die Wege des Herrn. Because when I do that, denn wenn ich das tue, when I teach them the way of God, wenn ich sie die Wege des Herrn lehre, and what happened? Was passiert? In Vers 6, so the next generation will know them, even the children yet to be born, and they in turn will tell the children. Then they will put their trust in God and will not forget his deed, but will keep his commands. In Vers 6 und 7, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Because we explain to them, we teach them the way of God, they will know God and they will also put their trust in God. Denn wir werden sie lehren die Wege des Herrn und dass sie dem Herrn vertrauen. And they will not forget God. Und sie werden nicht Gott vergessen. It is not automatically. Das passiert nicht automatisch. When you Christians and then automatically your children will also fear the Lord and become Christian also. It's not automatically. Du bist Christ und dann werden deine Kinder auch automatisch Christen und folgen Jesus. Das ist nicht automatisch. This is our obligations. We are our next generation to teach them. Das ist unsere Verpflichtung, die nächste Generation zu lehren. Amen. Amen. Yeah. And it's your choice. You want to be Hezekiah or you want to be like David? Und es ist deine Wahl. Willst du wie Hiskia sein oder willst du wie David sein? Ask your neighbor. Frag mal deinen Nachbarn. You want to be Hezekiah or David? Möchtest du Hiskia sein oder David? Now, my main sermon today is this. Meine Hauptbotschaft heute ist, warum müssen wir für unsere Kinder kämpfen? Why do we need to fight for our next generations? Warum müssen wir für unsere nächste Generation kämpfen? This question is not only for the parents. Das ist eine Frage nicht nur für die but Eltern. But also for us, every one of us. Sondern even für uns when you alle, are not parents. Selbst wenn du nicht Eltern bist. The questions can also be, why do we need to fight for our next generation, for the younger generations? Die Frage kann auch lauten, warum müssen wir für unsere nächste Generation, für die nächsten Kinder kämpfen? Number one, because they are our flesh and blood. Nummer eins, denn sie sind unser Fleisch und Blut. Amen.
Amen. In Luke 9:25 is written. In Lukas 9 Vers 25. For what profit is it to a man if he gains the whole world and it and is himself destroyed or lost? Da steht geschrieben, denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? He gains everything. Der erreicht alles. He has money. Er hat Geld. Riches, positions. Reichtümer, Besitztümer. Reputations. Guten Ruf. Fame, big business. Ruhm, großes Geschäft. But he lost his own. Aber er hat sich selbst verloren. Our children is our own flesh and blood. Unsere Kinder sind unser eigen Fleisch und Blut. Is part of your life. Das ist Teil deines Lebens. What is the profit when you gain everything but you lost your children? Was ist der Gewinn, wenn du alles gewinnst, aber deine Kinder verlierst? It will break your heart. Das wird dein Herz brechen. Therefore we need to fight for our children. Deswegen müssen wir für unsere Kinder kämpfen. Do not work so hard and so lot. Arbeite nicht so hart und so viel. Until you don't have time for your family. Bist du keine Zeit mehr hast für deine Familie. I don't say you don't need to work. No. Sag nicht, dass du nicht arbeiten musst. But don't work so much and you forget your children. Aber arbeite nicht so viel, dass du deine Kinder vergisst. Because they are your own flesh and blood. Denn sie sind dein Eigenfleisch und Blut. And number two. Und Nummer zwei. Why do we need to fight for our children? Warum müssen wir für unsere Kinder kämpfen? Because the kingdom of God belongs to them. Denn das Reich Gottes gehört ihnen. The kingdom of God belongs to our children. Das Reich Gottes gehört unseren Kindern. In Mark 10, 13 and 14. In Markus 10, Vers 13 und 14. Some mother want also to bring their children to approach Jesus, so Jesus can bless their children. Da brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, so dass Jesus sie segnen würde. But the disciple rebuked the children. Go, 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 no, no, go, go, go. Die Jünger haben die Kinder getadelt, haben sie weggeschickt. Sometimes we are like these disciples. Manchmal sind wir so wie diese Jünger. We really rebuke our children, not come closer to God. Wir tadeln die Kinder und sagen, kommt nicht näher zu Gott. Maybe you say, Pastor, I don't do that. I didn't do that. Vielleicht sagst du auch, Pastor, das mache ich nicht. Maybe das you don't getan. Do it. Actively. Vielleicht machst du das auch nicht aktiv. But what you don't do, aber was du nicht tust, is also a sin. Ist auch eine Sünde. Yeah. Our sin is not only what we have done, but also our sin is what we didn't do, what we supposed to do. Und unsere Sünde ist nicht nur das, was wir, dass wir etwas tun, sondern auch unsere, eine Sünde ist, ist das nicht zu tun, was wir tun sollten. To bring our children to, near to God. Wir sollten unsere Kinder näher zu Gott bringen. We suppose our children be blessed by Jesus. Wir sollten dafür Sorge tragen, dass Jesus unsere Kinder segnen kann. But we don't have time for that. Aber wir haben keine Zeit dafür. We are busy with our hobby, with our career. Wir sind geschäftig mit unseren Hobbys und unserer Karriere. Earning more money and so on. Noch mehr Geld verdienen und so weiter. But we have to know the kingdom of God belong to our children. Aber wir sollen wissen, das Königreich Gottes gehört unseren Kindern. Because Jesus said, let the children come to me, for the kingdom of God belong to such as them. Don't send them away. Denn Jesus sagt selber, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. The kingdom of God belongs to our children. Das Königreich Gottes gehört zu unseren Kindern. In other words, they have right to have the kingdom of God. In anderen Worten, sie haben das Recht, das Königreich Gottes zu haben. In here in this world we speak so much about human right. In dieser Welt sprechen wir so viel über menschliche Rechte. And we have to know our right. We have to fight for our right. Otherwise, you will trampled. Und wir müssen unsere Rechte kennen und dafür kämpfen, denn sonst werden wir niedergetreten. And you know, yeah. There's so many lists of human rights. Da gibt's eine Liste von Menschenrechten. Yeah. Freedom to express our thought and so on. Meinungsfreiheit. Yeah. One so viel of mehr. The human rights. So eins der vielen Menschenrechte. Express our opinions. Unsere Meinung auszudrücken. But do you ever think what is the right of your children? Aber hast du jemals darüber nachgedacht, was ist das Recht unserer Kinder? According to the Bible.
gemäß der Bibel. The Bible said, the kingdom of God belongs to our children. Die Bibel sagt, das Königreich Gottes, das Reich Gottes gehört unseren Kindern. What the Bible said to us about children's rights? Was lehrt uns die Bibel über Kinderrechte? The kingdom of God. Das Königreich Gottes. For example, is my wallet. Zum Beispiel das hier, das ist mein Portemonnaie. Yeah. No doubt it belongs to me. Das gehört zweifelsohne zu mir. Okay. Yeah. It's my, when my wallet is lost. Wenn mein Portemonnaie weg ist. And somebody has found my wallet. Und jemand findet das. And bring it back to me. Und bringt es mir. It's normal. Dann ist das normal. Why? Warum? Because this wallet belongs to me. Denn dieses Portemonnaie gehört mir. So dear church, I want to say to you, the kingdom of God is maybe lost or almost lost in our next generations. Also, liebe Gemeinde, ich möchte euch sagen, das Reich Gottes ist vielleicht verloren gegangen oder aus dem Augenblick verloren gegangen in unserer Generation. Who is there to bring back the kingdom of God to our next generation? Wer ist da, um das Reich Gottes zurückzubringen zu der nächsten Generation? The parents and the church. Die Eltern und die Gemeinde. The family and the church. Die Familien und die Gemeinde. Yeah. Maybe you said, oh, the pastor have to do that for my children. Vielleicht denkt ihr, ja, der Pastor muss das für meine Kinder machen. I try to do that. Ich versuche das. Yeah. But I only maybe 1 hour, 2 hours with your children. Aber ich habe vielleicht 1 oder 2 Stunden mit deinen Kindern. But you 24/7 always with your children in the family. Aber du hast 24/7 Zeit für deine Kinder in der Familie. And therefore, in the name of Jesus Christ. Und deswegen in dem Namen Jesus Christus. With the authority is given to me. Mit der Autorität, die mir gegeben ist. I command every parents. Befehle ich jedem Elternteil. I command to every parents. Jedem Elternteil. And to all the generations. Und zu allen Generationen. To give back the kingdom of God to our young generations. Das Königreich Gottes den Kindern und der nächsten Generation wieder zurückzugeben. We parents, we are obligated to teach and share the kingdom of God to our children. Wir Eltern sind verpflichtet, mit unseren Kindern das Königreich and Gottes one zu teilen. Day God will ask you. Und eines Tages wird Gott dich fragen. One day God will judge you. Eines Tages wird Gott dich richten. Why you don't give what belongs to them? Warum hast du ihnen nicht gegeben, was ihnen gehört? What is your answer? Was ist deine Frage oder deine Antwort? I don't want to make you guilty. No, no, no. Ich möchte euch jetzt nicht schuldig sprechen. But it's the truth. Aber da ist eine Wahrheit. It's the truth. The Holy Spirit convicts our hearts right now. Dass der Heilige Geist unsere Herzen jetzt überführt, gerade jetzt. Yeah. Another question: do you love your children? Eine andere Frage: liebt ihr eure Kinder? For sure, Pastor, I love my children. Natürlich, Pastor, liebe ich meine Kinder. When you love your children, then give them what they need. Wenn du deine Kinder liebst, dann gib ihnen, was ihnen gehört. What is the need of your children, for our children? Was ist das Bedürfnis unserer Kinder? Not money. Nicht Geld. Not smartphone. Kein Handy, Smartphone. No. Nein. In the first priority, the number one need of your children is the kingdom of God. They need God. Die erste Priorität der Bedürfnisse unserer Kinder ist, sie brauchen das Königreich Gottes, sie brauchen Our Gott. Our children need God. Unsere Kinder brauchen Gott. Yes, for sure, they need money, they need also security, they need home and so on. Yes. Ja, natürlich, sie brauchen auch Geld und sie brauchen Sicherheit und sie brauchen ein Zuhause. Ja, das ist richtig. But number one need of our children is God. Aber das allererste Bedürfnis unserer Kinder ist, sie brauchen Gott. It's our duty to bring back God to our family, to bring back heaven to our family. Es ist unsere Pflicht, dass wir Gott in unsere Familien zurückholen, dass wir den Himmel in unsere Familien zurückholen. When we don't bring God to our family, who else will do it? Wenn wir nicht Gott in unsere Familien bringen, wer dann? Amen. Amen. And number three, why do we need fight for our children? Und Nummer drei, warum müssen wir für unsere Kinder kämpfen? Es lohnt sich. It is worth. Denn es lohnt sich. Because statistics say to us, denn between this is 80 until 90% of all people who become Christians made their decisions when they were under than 20 years old. Denn die Statistik lehrt uns, dass 80%
80-90% aller Menschen, die Christen geworden sind, ihre Entscheidung im Alter von 20 Jahren getroffen haben. It was a statistic in USA. Das ist eine Statistik der USA. L. Mayers. Very, very famous research. Ja. Großer Umfragespezialist. Can you imagine? 80-90% they make decisions to become Christian when they were under 20 years old. Könnt ihr euch das vorstellen? 80-90% derjenigen, die Christen geworden sind, haben diese Entscheidung getroffen unter 20 Jahren. And they make another research. The most responsive age are between 4 until 14 years old. Und sie haben noch eine andere Umfrage gemacht und herausgefunden, dass das empfänglichste Alter zwischen 4 und 14 Jahren liegt. This is the most openness. Das ist die größte Offenheit. Between 4 until 14 years old. Zwischen 4 und 14 Jahren. And therefore why we invest so much to the children's church? Warum investieren wir so viel in den Kinderdienst? Because we know this is the windows of openness. The most openness window in the life is between 4 until 14 years old. Weil wir wissen, dass das größte die größte Offenheit oder das größte Fenster in diesem Alter 4 und 14 liegt. It's worth when we fight for our children. Es lohnt sich, wenn wir für unsere Kinder kämpfen. Amen. Because Amen. We believe also the prophecy 1 billion soul harvest among the young people. Denn wir glauben it will come. An die Prophetie 1 billion soul. Eine Milliarde Seelen Ernte unter den Jugendlichen und Kindern. It will come and it is coming. Es wird kommen. Amen. And we hope that our children is also in this 1 billion soul harvest. Und wir hoffen, dass auch unsere Kinder in dieser 1 Milliarde Ernte enthalten sind. And number 4. Und Nummer 4. Yeah. It's urgent. Es ist dringend. It's urgent. Es ist dringend. It's urgent. Es ist dringend. There's a book, You Lost Me, by David Kinnaman. Es gibt ein Buch, das heißt, Du hast mich verlassen, oder Ihr habt mich verlassen, von David Kinnaman. It's written in 2011. Das wurde geschrieben 2011. And he makes also the research, why so much young Christians are leaving the church. Er hat eine Forschung betrieben, warum verlassen so viele junge Leute die Gemeinde. It's really a big black hole in the church. Da ist wirklich ein großes schwarzes Loch in der Gemeinde. Yeah. And he found 60 until 80% of young Christians are leaving the church when they are 18 until 29 years old. Und er hat herausgefunden, dass 60-80% aller Christen, die Gemeinde verlassen, zwischen 18 und 29 Jahren sind. Yes, it's true that 80 until 90% they become Christian when they are under 20 years old. Ja, es ist wahr, dass 80 bis 90 unter 20 Jahren ihr Leben Jesus geben. Under 20 Jahren. Yeah. But on other hand, it's also the truth and fact, 60 until 80% they are living. Aber das ist auch die andere Wahrheit, dass 60 bis 80% aller, die Gemeinde verlassen, zwischen 18 und 29 sind. The reason why they left. Warum? Der Grund, warum sie die Gemeinde verlassen? Because the family and the church. Aufgrund der Familie und der Gemeinde. The family because they didn't see the role model. Die Familie, weil sie nicht die Vorbildfunktion gesehen haben and in number der two, Familie. The church. Und Nummer zwei, die Gemeinde. Couldn't really build a bridge to engage the young generation. Denn die Gemeinde konnte nicht die Brücke bilden, damit die Kinder engagiert würden für Gott. This is very urgent. Es ist wirklich dringend. And also there is another statistic. Und es gibt auch noch eine andere this Statistik. This is about not generation millennial. Das ist nicht die Millennium but we talk Generation. About the younger generation, Generation C. Sondern wir reden über die jüngere Generation, Generation Z. Generation C were born in 1998 until 2010. Und die Generation Z wurde geboren zwischen 1998 und 2010. Who are born in this area? In this wer wurde während dieser Zeit geboren? It is about 9 years old until 21 years old. Also zwischen 9 und 21 Jahren. Right now. Yeah. Genau jetzt. Right now between 9 years old until
21 years old. Zwischen 9 und 21. Generation C was born in the life with iPhone, smartphone, internet, social media, und selfie, Google and so on. Die Generation Z wurde geboren mit Handy, iPhone, Internet, yeah, Social Media und Selfies. Because in 2007 the first iPhone was released. Denn 2007 wurde das erste iPhone the generation herausgegeben. C, they don't know another alternative. Generation Z, die wissen nichts anderes, die kennen keine andere Alternative. They are born in this technology. Die sind in dieser mit diesem Medium geboren. Then Google Research said to us, every day there is 20% in searching machines. The 20% of the searching, they are looking for something new. Every day, something new. 20%. Every day. Google Suchergebnisse sagen uns, dass 20% aller Suchanfragen sind darüber, etwas Neues zu finden. Yeah. It's mean, wow, it's expanding. Yeah, the knowledge is expanding, not a year, but a day. Das can you imagine? Sagt uns, dass das Wissen expandiert und nicht und zwar täglich. And 33% of Generation C are for the same-sex marriage. Und 63% der Generation Z unterstützen die gleichgeschlechtliche Ehe. And they say it's egal. It's egal. It doesn't matter. Sie sagen, ja, es ist egal. It's okay. It's okay. Yeah. And then the every teenagers consumes 9 hours of media per day. Der durchschnittliche Teenager nutzt 9 Stunden am Tag. Wow. Solche Medien. Here. In my hand. It can become good or bad. Ja, in meiner Hand. Das kann gut oder böse sein, schlecht sein. Next time I want to preach about this 5-inch prison. Das nächste Mal werde ich beten über dieses 8 cm Gefängnis. Werde ich darüber predigen. About this 5-inch prison. Über dieses 8 cm Gefängnis. Because we look this every day. Weil wir darauf schauen den ganzen Tag. In the prisons. Im Gefängnis. Yeah. Have you been in the prisons? Wart ihr schon mal im Gefängnis? Or visit somebody in the prisons? Oder habt schon mal jemand besucht im Gefängnis? You look, yeah, there is a certain prisons. You look the prisoner, yeah, through the glass, so small, like 5 inches. Da gibt es für manche Gefängnisinsassen, wenn sie Besuch haben, die schauen durch so ein 8 cm schmales Glasfensterchen. And right now, it's not only happening in the prisons, now in our life. Und genau jetzt passiert es nicht nur im Gefängnis, sondern in unserem täglichen Leben. We are so captured with this 5 inches. Wir sind so gefangen von diesen 8 cm. It's become addictions. Das ist eine Sucht geworden. Yeah, next time. Nächstes Mal. Yeah. So you can see the every teenager consumed 9 hours. Wir können also sehen, media, social media. Jeder Teenager 9 Stunden am Tag diese Medien nutzt. It's like a tsunami to them. Das ist wie ein Tsunami für sie. And we as a church, and we as a family just say, stop, don't do that, please. Wir als Familie sagen dann, ah, bitte mach das nicht, hör auf, bitte. Another hand, the tsunami came. Und dann kommt aber der Tsunami. Sweep away our next generations. Und wischt unsere Generationen weg. The social media become their pastor. Die Social Media werden zu Pastoren. Yeah. The social media become their teacher. They teach everything through social media. Social Media wird Lehrer für uns alle. Die lehren uns alles Mögliche. When our children become 21 years old, wenn unsere Kinder 21 Jahre alt werden, they already consume social media about 10,000 hours. Dann haben sie bis dahin Social Media konsumiert für 10.000 Stunden. When you read the books about mastering yourself, the book, a very famous book, Mastering Yourself. Da gibt es ein ganz bekanntes Buch, Überwinde dich selber oder Beherrsche dich selber. Yeah, just quote the title, Mastering Yourself. Yeah. And if you want to be master, yeah, in violin, piano and so on. Wenn du Experte sein willst bei Klavier oder mit der Geige, you have to
teach yourself, discipline yourself, and you have to do 10,000 hours. Dann musst du dich selber disziplinieren und üben 10,000 Stunden. Hours, then you become master. Wenn du 10,000 Stunden vervollständigt hast, dann wirst du ein Meister. Now our children, they are all master. Und unsere Kinder sind jetzt schon alle Meister. Before they become, before they become 20 years old, they already become master. Bevor sie 21 wurden, waren sie schon Meister. Master of gaming. Meister der Spiele. Master of Facebook, Instagram. Meister von Facebook und Instagram. And what will you do und for your children? Und was machst du für deine Kinder? And do you know what is this? Weißt du, was das hier ist? It's a picture. Yes, I know. It's a picture. Ja, ich weiß, das ist ein Foto. Yes. There is in the world there is extinct animals. In der Welt gibt es aussterbende Tierarten. They are already gone. Die sind schon weg. No more exist. Die existieren nicht mehr. Extinct. Schon ausgestorben. Just like Dinosaurier. So wie Dinosaurier. Mammut, Dodo. Mammut, yeah. Dodo. And also this animal. Und auch dieses Tier. You know what is this animal? Was, weißt du, was das für ein Tier ist? Tasmanian tigers. Das ist der tasmanische Tiger. In year 1986 it was declared that the Tasmanian tiger has been extinct since 1936 after the last known individual has died in the zoo of Tasmania. 1986 wurde erklärt, dass der tasmanische Tiger ausgestorben ist und seit 1936. Yeah. Und die letzte Spezies lebte in einem Zoo. Why? Tasmanian tiger is extinct. Warum ist der tasmanische Tiger ausgestorben? One factor is because we don't take care of them. Ein Faktor ist, weil wir nicht weil wir uns nicht um sie gekümmert haben. It's my concern also if we don't really take care about the spiritual stuff, maybe one day all our spiritual stuff will be extinct. Und das ist mein, es bekümmert mich, dass wenn wir uns nicht um unsere geistlichen Kinder kümmern, dann sterben sie auch aus. Yeah. If we don't careful, wenn wir nicht vorsichtig sind, if we don't fight and teach them, wenn wir nicht kämpfen und sie lehren, it's my concern that our children will ask, what is Bible? What is God? Dann ist meine Sorge, dass unsere Kinder uns fragen, was ist die Bibel? What is prayer? Was ist wirklich, what is church? Was ist wahr? Was ist Gemeinde? What is truth? What is love? Was ist die Wahrheit? Was ist Liebe? Because they can be extinct. Denn sie können aussterben. The Bible said to us very clear. Die Bibel lehrt uns ganz klar. Redeem the time because the day are evil. Kauft die Zeit aus, denn die Zeit ist böse. Amen. Amen. Yeah. And it is urgent, church. Und es ist ernst. Es ist our children are growing very fast. Time flies. Unsere Kinder wachsen sehr schnell. Die Zeit fliegt dahin. Now you see, your children is a baby. Jetzt sind unsere Kinder Babys. With a two twinkle of your eyes, und they are already adult. Mit zwei Augenschlägen sind sie erwachsen. Yeah. Some of you here, I know you. Yeah. When you are babies. Einige von euch kenne ich, seit sie Kinder waren oder Babys. It's true story. Yeah. Das ist wirklich wahr. And now you become adult. Und jetzt seid ihr Erwachsene. Will married. Seid verheiratet. Wow. Wow. I feel I'm so old. Ich fühle mich so alt. But it's true. Time flies. Aber es ist wahr. Die Zeit fliegt. When people are dying on the last breath, wenn die Menschen ihren letzten Atemzug tun, they don't regret. Oh, I wish to make a bigger business. Oh, I wish to have a Ferrari. No. Dann bereuen sie gewöhnlich nicht. Oh, ich hätte gerne ein größeres Geschäft gehabt oder ein Ferrari. Do you know what the dying people regret? Wisst ihr, was die sterbenden Leute gewöhnlich bereuen? They regret, oh, I wish I can spend more time with my family, with my spouse, with my children. Sie sagen, oh, hätte ich doch besser mehr Zeit gehabt mit meiner Familie, meinem Ehepartner und meinen Kindern. Who regret in the bed
Er wird auf dem Sterbebett bereuen. Yeah. Who regret on the deathbed, yeah? They live wrong. Dass er falsch gelebt hat. Yeah. We need to spend more time for our children. Fight for them. Wir müssen mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen und für sie kämpfen. Share the word of God. Das Wort Gottes mit ihnen teilen. This is urgent. Es ist ernst. Dringend. Like Samuel and Eli. So wie Samuel und Eli. In the Bible. In der Bibel. The younger generation need the old generations to help them to identify the voice of God. Die jüngere Generation braucht die ältere Generation, sie zu lehren, die Stimme Gottes zu erkennen. Yes, because they are still so young. Ja, denn sie sind immer noch so jung. They need the older generations. Sie brauchen die ältere Generation. And the older generation has to recognize. Und die ältere Generation muss erkennen, that God can speak to the younger generation. Dass Gott zu den jüngeren Generationen sprechen kann. Has to recognize that God is speaking to younger generations. Muss erkennen, dass Gott zu jüngeren Generationen sprechen kann. In the very beginnings of this year, I already preached about the vessel for generations. Am Anfang des Jahres habe ich schon über das Gefäß für Generationen gesprochen. From 2 Kings 4. Aus 2. Könige 4. I hope you can still remember my sermons. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an meine Predigt erinnern. Otherwise, you can also order the recording. Andernfalls könnt ihr die Aufnahme bestellen. In 2 Kings 4 is about the widows with the debt. Und 2. Könige 4 handelt von der Witwe mit den Schulden. And she couldn't pay her debt. Sie konnte ihre Schulden nicht bezahlen. And the creditor is coming to take her 2 sons to be their slave. Und der Schuldner kommt oder will kommen, um ihre 2 Söhne wegzunehmen als Sklaven. And this is the picture right now. The spirit of the world is coming to the door of our family, pondering our door and then demanding to enslave our children. Und das ist ein Bild, wie der Geist der Welt kommt, an unserer Tür zu klopfen, um unsere Kinder wegzunehmen. They come only to steal, to kill and to destroy our children. Sie kommen nur, um zu lügen, zu stehlen und zu zerstören. Your son, your daughter will be our slave. We're gonna change them, addict them and bind them. Dein Sohn und deine Tochter gehören uns. Wir sind gekommen, um sie zu binden und zu festzumachen. But when you see in this story 2 Kings 4, aber wenn du in dieser Geschichte 2. Könige 4 liest, the only one, der einzige between you and the creditor to stop your children's, zwischen dir und dem Schuldner, um deine Kinder ihn aufzuhalten, the only one to stop your children is not the entertainment, is not money. Der einzige Weg dafür ist nicht Unterhaltung und ist nicht Media. The only one between you and creditor to stop your children is the oil. Der einzige zwischen dir und dem Schuldner, um es aufzuhalten, ist the Öl. Holy Spirit. Der Heilige Geist is the answer. Ist die Antwort. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. And we need to fight for our family. Und wir müssen für unsere Familien kämpfen. Fight for your family. Kämpfe für deine Familie. Don't have Hezekiah syndrome. Hab nicht das Hiskia-Syndrom. Throw it away. Schmeiß einfach weg. If we want to see victory in our family, in our children's, wenn wir den Sieg sehen wollen in unseren Familien und unseren Kindern, there's no shortcut. Dann ist da keine Abkürzung. Fight. Kämpfen. Fight. Kämpfen. Enter to the battle. Geh aufs Schlachtfeld. No fight, no victory. Kein Kampf, kein Sieg. In Nehemiah 4. If you fight for your family, wenn du für deine Familie kämpfst, God will fight for you. Dann wird Gott für dich kämpfen. It was also my another sermons in the beginning of this year. Noch eine andere Predigt von Anfang des Jahres. If you fight for your family, God will fight for you. Wenn wir um unsere Familie kämpfen, dann wird Gott für uns kämpfen. It's only my prayer. My prayer. Hopefully. Das ist mein Gebet. Hopefully. It's not too late. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. And we need to fight
for our children. Wir müssen für unsere Familie, für unsere Kinder kämpfen. Warum? Why? Because they are our flesh and blood. Denn sie sind unser Fleisch und Blut. The kingdom of God belongs to them. Das Königreich Gottes gehört ihnen. It is worth. Und es ist wert. And is urgent. Und es ist dringend. Please stand on your feet. Bitte steht auf euren Füßen jetzt. Hallelujah. Thank you, God. Holy Spirit, speak to us deeper and deeper. Heiliger Geist, bitte sprich zu uns tiefer und tiefer. It's really urgent. Es ist wirklich dringend. We need you, Spirit of God. Wir brauchen dich, Geist Gottes. We need you. Wir brauchen dich. If you don't mind, we like also ausmacht, to pray for every family when you have children. Alle Familien beten, wenn ihr Kinder habt. Can you come forward? We want also to pray for you and fight together with you. Könnt ihr bitte nach vorne kommen? Wir wollen für euch, mit euch kämpfen und if für you don't euch mind, yeah, because we are family, come forward. Wenn es euch nichts ausmacht, denn wir sind Familie, dann kommt bitte nach vorne. And we want to pray for every family. Bitte nach vorne.